Liebe Freunde, willkommen bei Bamberg TV 1. Traumhaftes Wetter. Und wo bin ich heute? In der Schraubverbindung, sprich ein Areal in Bamberg. Und dort gibt es was, und zwar die Bamberger Oldtimer Schmiede. Ich bin gespannt, was sich da in der verbirgt. Und vor allen Dingen gibt es bald was ganz Neues, eine Mietwerkstatt. Was man damit anfangen kann, wie es funktioniert, das heute bei Bamberg TV 1. Und einem was sei verraten, wir werden ganz viele schöne Oldtimer sehen. Da geht's lang, weil Rudi wartet auf mich. Angekommen bin ich bei Rudi, du bist der Inhaber der Bamberger Oldtimer Schmiede. Seit wann gibt's euch? Mich gibt's seit 2005. Aha. Ja. Das heißt, man kommt zu euch mit einem speziellen Wunsch, man hat ein Auto oder besorgst du auch Autos? Wir besorgen auch Autos, auf Kundenwünsche besorgen wir Autos, richten die her und kriegst dann der Kunde halt im Kundenauftrag, wenn die dann gemacht, wenn er restauriert. Mit Sonderwünsche, Ausstattung etc. kann er sich aussuchen, Leder, Reifen, Felgen und dann Machen wir das so manche Rostlauben rum, sage ich mal. Ne? Jetzt gibt es ja bei euch eben Autos auch, die wirklich, ich sag mal, schrottreif ausschauen, ne? Wie der hier. Und ja, aus dem wird wieder ein ganz normales Auto. Na klar, das wird ein Hochzeitsauto, das soll im Juni fertig werden. Im Juni? Im Juni, Ende Juni soll es fertig werden, ja. Das tun wir jetzt ein wenig abstrahlen. Und dann bringen wir da eine Unterbodenbeschichtung auf, ist noch zu schweißen. Und dann geht er raus und dann haben die eine Hochzeitsfahrt. Komplette Innenausstattung ist gemacht, ist schon da. Wow. Ja. Das heißt, jemand kommt, bringt so ein Auto her und sagt, mach mal bitte, ne? Naja, es muss natürlich schon mit dem Kundendruck gesprochen werden. Das ist klar. Weil es ist doch eine finanzielle Aufgabe ist, auch für den Kunden, ne? So ein Auto herzurichten. Ne? Das ist drin in der Werkstatt stehen ja mehrere. Da stehen ein BMW ist, glaube ich, drin heute. Ein VW Käfer ist da, sehe ich. Und dann gibt es ja noch was Neues, was man nachher erklärt, nämlich die Mietwerkstatt. Ne? Richtig. Wird ja was Heißes. Das wird ein heißes Thema, ja. Das gibt es noch nicht in Bamberg. Und du hast noch was ganz anderes, du hast noch Trockeneisstrahlen. Ne? Richtig. So, das Thema kommen wir separat noch zu sprechen. Er ist eigentlich so multifunktional. Aber jetzt gucken wir erstmal in die Werkstatt rein. Und bis wir drin sind, könnt ihr euch ein bisschen so noch halbdefekte Autos angucken und die ganzen Seele dann drin. Angekommen sind wir in der Werkstatt und hinter uns steht ein ganz tolles Auto, ein VW Käfer Baujahr 1971. So. Das heißt, ein Kunde wollte, den hast du schon gehabt oder hast du das besorgt? Den habe ich für den Kunden besorgt. Eigentlich soll den mein Bürger kriegen, meine Frau, aber der Kunde hat mir den dann auf dem Hof abgekauft, inklusive Restauration. Jo. Und er sagt, er will das Auto haben. Und für meinen Bürger suche ich halt ein neues Auto. Wie sah denn der vorher aus? Naja, der war komplett zerstört, ne? Da war unten alles weg. Seitenwand waren weg, Türen waren so rostig, Kotflügel waren komplett platt. Und das Auto ist aus Amerika gekommen. War Innenausstattung war komplett verbrannt. Verbrannt? Also halt durch die Sonne. Ja. Kalifornien, durch die Sonne war komplett ausgeblichen, komplett kaputt. Und ist alles neu gemacht worden. Leder, Echtleder, Innenausstattung, Türpappe. Alles neu, Motor neu. Also eigentlich eine volle Restauration. Was hast du beruflich gelernt? Ich bin gelernter Fahrzeug- und Karosseriebauer. Karosseriebauer? Ja, also macht er schon seit über 30 Jahren. Aha. Wie viele Leute seid ihr hier? Wir sind jetzt hier zu viert. Vier Leute? Vier Mann, ja. Kann man reinspitzen, ja. Ne? Ja, klar. Ich finde ihr Käfer so ein Kultauto, ne? Ah, oh, das hat schon Charme, ne? Eieiei. Das heißt, wie Teppich alles neu verlegt? Alles neu verlegt, ja. Aber Armatur original? Armaturen ist alles original, genau. Alles original. Wie viele Stunden Arbeit hängen da dran? Naja, sagen wir mal in der... Ja, 300, 400, 500 Stunden hängen da schon dran. Bis man es auch komplett macht, ist auch komplett mit Trockeneis wieder abgestrahlt worden. Und ist gar Trockeneis abstrahlen? Was ist der Unterschied zwischen Trockeneisstrahlen und zwischen Sandstrahlen? Dass wir bei dem Trockeneis, dann machen wir die Oberfläche nicht kaputt. Wir nehmen nur den Unterbodenschutz weg und sehen dann, was Sache ist. Wobei, man, wenn man dann gleich Sand strahlt und so wie man es da drüben bei dem Datsun gesehen hat, die Löcher da innen in dem Auto sind, da geht der Sand sofort in die Ausstattung. Rein, in jedem Lochkanal ist es drin, das mit Trockeneis ist es weg. Das heißt, das Eis trifft schießt auf, hin? Trifft auf, friert die Oberfläche ein,
Die Oberfläche wird spröde und das Trockeneis dehnt sich beim Aufprallen 300 bis 400 Mal auf, dehnt sich auf und dadurch sprengt es die Oberfläche, das spröde Material weg. Ah, also ich finde das Auto ganz, ganz toll, aber jetzt bin ich gleich belehrt worden, das ist kein BMW da oben, sondern ein? NSU Prinz. NSU Prinz, auch orange. Auch orange, ja. Trendfarbe? Bitte? Trendfarbe? Ja, schaut so aus. Also, da gehen wir mal rüber und ihr geht mit. So, wir laufen mal rüber, ihr dürft mitlaufen. Der Dirk tut mir einen Gefallen, der fällt nicht hin beim Laufen. Ein NSU Prinz. Hat ihn der Kunde selber gebracht? Oder der Kunde selbst gebracht. Aha. Und ist im kompletten Neuaufbau. Das heißt, desolater Zustand eigentlich. Am Anfang. Ja, also es ging. Es ging. Also war jetzt nicht so kaputt wie der Käfer. Mhm. Aber da haben wir eigentlich Sonderwünsche und Sonderaufgaben erfüllt bei dem Auto. Was sind Sonderwünsche zum Beispiel? Ja, zum Beispiel haben wir da separate Sitze eingebaut, moderne, aktuelle Sitze, auf alt getrimmt. Mhm. Der Motor ist getunt, dann die Spießfelgen, das Fahrwerk und auch die, wo das größte Problem war, die Felgengröße mit den Reifen unter die Karosse zu bringen, ohne dass man das Auto groß verbreitet. Ah ja, dann laufen wir nochmal unter das Auto, wir laufen nochmal rüber, weil das ist ganz spannend. Ne? Also, wie blickt man da noch durch? Naja, da gibt es so sogenannte Stromlaufpläne. Stromlaufpläne? Stromlaufpläne und dann kriegt man die sich an und dann weiß man da Bescheid. Oder hat einen fähigen Mechaniker, den Robert. Ja. Robert ist gerade nicht da, ne? Der ist da. Der hat sich verzogen, Robert. Hat sich verzogen, ne? Ja. Ah, ich sehe ihn. Ich sage nicht, was er macht. Ja. Okay. Ah, krass. Das sieht echt aus wie neu, ne? Der sieht aus wie neu, ja. Das heißt, wenn der jetzt kommt, sag ich mal so, mit dem Verkehrswert von, was hat so eine Rostlaube? Wenn sie kommt? Ja, Rostlaube, wenn sie kommt, Verkehrswert. Ja, das ist der ideelle Wert einmal dabei. So 10, 11, 12.000. Und jetzt, wenn er fertig ist? Naja, dann werden wir schon bei 50, 60 landen. 50, 60.000? Ja. Holla. Das ist also. Geil, was wir reingesteckt haben. Die Lackierung. Und die ganzen Karosseriearbeiten, wo dran erfolgt sind. Wie schon einiges ist. Ich muss sagen, ich bin bei dir echt beeindruckt. Und sowas haben wir in Bamberg. Ne? Jetzt tun wir einem was. Wir beide hüpfen gleich in die Mietwerkstatt. Und so lange dürft ihr jetzt mal richtig schöne alte Autos angucken. Ne? Zuletzt habt ihr gesehen den VW Karmann Ghia. Das Auto, muss man aber wissen, gehört keinem Deutschen. Ne? Nee, der ist aus Asien. Also der wohnt in Asien, hat aber hier ein Auto, was er bei dir hat. Und wenn er mal da ist, fährt er damit. So schaut's aus. So, was machst du mit dem Auto im Winter? Das wird bei uns eingelagert im Motorregal. Wir haben ein separates Motorregal oder Autoregal. Aha. Da ist ein Platz reserviert für das Auto und wird eingelagert. Aha. Und als Service, wenn er kommt, ruft er an, er will das Auto haben. Holen wir es aus dem Regal raus, machen es fahrfertig, kommt vorbei, steigt ein und fährt los. Also ich finde es bei dir wirklich cool, weil man kennt die Sendungen alle aus D-Max, aus Groß Discovery Channel, ja, wenn sie dann in den USA rummachen und rumschrauben, aber es ist wie hier in Bamberg alles, ne? Ja, so schaut's aus, ja. Also ich finde das geil, ich finde es cool. Jetzt gehen wir dahin. Ihr denkt sich, scheiße, jetzt stehe ich in der Tür, macht aber nichts. Kurz rüber gucken, weil jetzt gehen wir in die neue Mietwerkstatt. Was das ist, Achtung. Angekommen sind wir also in der Mietwerkstatt. Das heißt, hier wird der Boden noch verfließt. Richtig. Und dann kann man sich das mieten. Die ganze Halle kann man sich dann mieten. Auch außerhalb den Geschäftszeiten. Samstag oder Sonntag kann man sich die komplette Halle mieten. Mit separaten Eingang am Tor. Und da kann jeder Hobbyschrauber, Oldtimer-Freund, kann die Schrauben oder versierte Schrauber können außerhalb den Geschäftszeiten arbeiten. Wie ist es damit Werkzeug? Eine Grundausstattung ist mit dabei und für jedes Fahrzeug braucht man dann Spezialwerkzeug. Entweder wird es selber besorgt oder wir besorgen es, wird auch Pfand rausgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt Mitsubishi fahre und sage, ich möchte meinen reparieren,
Dann besorgst du mir das Werkzeug. Das Grundwerkzeug, das kommt halt also spezielle Sachen, kommt halt echt darauf an, was für Werkzeug gebraucht wird. Ne? Das heißt, Hebebühne kommt auch noch rein? Hebebühne kommt noch rein, ich müsste diese Woche noch kommen, Hebebühne. Aber erst brauchen wir Fliesenlöcher, dass sie alle gut zufließt. Und dann geht's los. Finde ich ja total cool, oder? Das heißt, wenn ich ein Auto habe, habe einen guten Kumpel, der kann das. Genau. Dann kann ich sagen, ich miete das Ding am Samstag, wir gehen beide rein, schrauben rum, Auto fällt wieder fertig. Genau. Oder man hat in der Familie, was weiß ich, 4, 5 Autos. Sagt, pass auf, ich will meine Reifen selber wechseln. Kommt die ganze Familie vorbei. Der Papa macht's. Dazu ein Kasten Bier. Und ein Kasten Bier von mir aus. Und dann macht der Papa und dann eine ganze Familie Autos wechseln, Reifen wechseln und erledigt. Das heißt, ab wann geht's los? Ich denke, 4, 5 Wochen, dass es losgeht. Das heißt, wegen Termin sollten wir es dann anrufen bei dir? Ja, na klar. Also, ne? Bamberger Oldtimer Schmiede, wenn ein Termin braucht, dann anrufen. Oder so vorbeikommen. Oder vorbeikommen und fragen. Genau. Sehr cool. So, gibt es ein Geräusch noch hier, ne? Ja. Was ist da hinten? Das ist unsere Trockeneisstrahlanlage. Trockeneisstrahlanlage, haben wir vorhin das Thema drüber gehabt. Das heißt, man kann Oberflächen jeder Art sauber machen? Ziemlich jeder Art. Wir machen ja Fachwerkhäuser, Holzbalken, Industrie. Graffiti? Schwierig, weil Graffiti nehmen wir einen Putz mit runter. Also Graffiti ist schwierig, außer an Naturstein. Okay. Da funktioniert es, aber auf Putz geht es nicht. Da würde ich vorschlagen, wir machen ein was. Wir kommen nochmal und machen mal Trockeneis eine Reportage. Können wir gerne machen, ja. Na, so gucken, wie funktioniert das? Ja, holen wir ein schönes Auto und dann noch ein paar Materialien. Ja. Und dann können wir euch nochmal zeigen, was da alles möglich ist. Das tun wir. So, ich sage dir vielen Dank. Gerne. Toller Typ, geile Werkstatt. Ja,